Im Laufe der Geschichte haben mystische Dämonen immer wieder Menschen um ihren Verstand gebracht, weil irgendwelche Leute scheinbar was Falsches geraucht oder gegessen haben und dann die randomsten Kreaturen in ihren Köpfen erschaffen haben. Oft schlüpfen sie in tierische Gestalten, also stellen wir uns einfach mal vor, wie diese Dämonen die Menschheit verwüsten würden, wenn sie wirklich existieren würden. Einfach weil, keine Ahnung, ist ein bisschen ein komisches Videothema, aber mir egal, ihr schaut es jetzt trotzdem und haltet die Schnauze. Baphomet. Tauchen wir ein in das mythische Reich von Baphomet, einem Dämon, der alle möglichen Tiervibes kombiniert. Dieses Viech vereint Ziege, Vogel, Mensch und absolutes Chaos. Stellt euch das vor. Baphomets Kopf ist eine Mischung aus Ziege und Mensch und vereint so die Intelligenz eines Menschen und die Sturheit einer Ziege. Stell dir mal vor, dieser Dämon kommt angelaufen, verpasst dir den Kopfstoß und mampft dabei genüsslich auf Gras rum. Ja, nee, ich kann es mir auch nicht so wirklich vorstellen. Wer kommt auf sowas? Aber Moment mal, wir sind noch nicht fertig. Gehen wir weiter runter. Da haben wir einen trainierten, stabilen menschlichen Oberkörper. Nevermind, hier ist es plötzlich eine Frau. Oder hat er zu viel gestopft und hat jetzt eine Gynäkomastie? Keiner weiß es. Jedenfalls sind auch ein paar Flügel am Start, die jeden Vogel von Neid erblassen lassen würden. Wenn Baphomet echt wäre, würdest du sehen, wie dieser Kerl vom Himmel herabstürzt und dich wehrlose Beute vernichtet. Irgendwie wäre es schon cool und würde unserem langweiligen Alltag eine postapokalyptische Atmosphäre verpassen. Die untere Hälfte von Baphomet hat statt normalen Füßen halt Hufe, kennt man ja, ist anatomisch auch sehr praktisch. Der stolpert wahrscheinlich alle paar Meter und muss regelmäßig zum Hufschmied. Irgendwie nicht so wahnsinnig einschüchternd, wenn man das so betrachtet. Hier hat mein Team jetzt ein Video von irgendeinem Viech eingebaut, das plötzlich 4 Arme hat statt 2. Ich bin verwirrt, vorhin waren es noch 2, was ist jetzt hier los? Naja, so ist es halt, jeder stellt sich Fabelwesen letztendlich anders vor. Trotzdem, machen wir einen Ausflug in die Fantasiewelt von Baphomets Superkräften. Mit seiner Größe würde er jedenfalls den Himmel beherrschen, zumindest das biologische Wesen angeht. Fighter Jets könnten den schon gut misshandeln, aber so ein Adler ist komplett gefickt, wenn dieser Typ ankommt. Ein einziger Schlag und alles, worauf er zielt, wäre nur noch ein Haufen DNA, der später nicht mehr zu identifizieren ist. Sieh dir nochmal Baphomets unverschämt frechen Ziegenkopf an. Dieser Kerl hätte einen unaufhaltsamen Drang, dich mit Schlägen zu traktieren, die so heftig sind, dass sie auf der Richterskala einen Wert von 15 erreichen würden. Wir reden von Beben, die dich für unbestimmte Zeit krank schreiben würden. Okay, reicht schon wieder. Was haben wir noch? Pazuzu. Oder Pazuzu, keine Ahnung, ich denk mal Pazuzu. Reden wir über Pazuzu, den geflügelten Dämon, bei dessen Namen mir schon ganz mulmig wird. Dieser antike Bad Boy aus Mesopotamien hat eine Fratze wie ein Hund. Um Himmels Willen, was ist das für ein Albtraum? Wenn das ein Hund sein soll, ist der mies überzüchtet. Das sind locker Generationen von Insekten. Und Flügel wie ein fieser Raubvogel. Man sagt, er ist ein Beschützer, aber das denkt Putin auch von sich, der Russland vor der NATO beschützt. Denn jeder braucht Schutz vor einem Verteidigungsbündnis, nicht wahr? Wie auch immer, Pazuzu hat diesen Blick, der einem einen Schauer über den Rücken jagt, vor allem wegen seiner Hässlichkeit. Pazuzu ist voll am Start, wenn es darum geht, sich mit bösen Mächten anzulegen. Wie diesem Wesen namens Lamashtu. Ihre komplett abgefuckte Mission ist es, schwangere Frauen und unschuldige Neugeborene anzugreifen. Stellt euch mal vor, ich bin so ein Baby, was entspannt vor sich hin vegetiert und sehe Lamashtu ankommen. Dann kommt Pazuzu und klatscht ihr eine. Da würde ich mich echt fragen, was für eine abgedrehte Welt ich gerade gelandet bin. Pazuzu wäre mit seinen Flügeln euer ultimativer Bodyguard. Wie ein Geier, der das Land von oben auskundschaftet, hat Pazuzu ein Auge auf alles. Hat da ein Krokodil Bock, euch am Bein zu knabbern? Nee. Oder ein Flusspferd, das euch als persönliche Trophäe beanspruchen will, nur weil ihr auf seinem Territorium steht? Nope. Die kriegen beide eine brachiale Schelle aus dem Himmel, um ihrer blutrünstigen Mordlust Einhalt zu gebieten. Außerdem verfügt Pazuzu über eine hervorragende Intuition, mit der er die miesesten Lügen von Leuten erschnüffeln kann. Zum Beispiel, wenn dir jemand sagt, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Oder, oh, sie ist nur eine Freundin. Pazuzu, kauf dir den Mist nicht ab, Diggi. Cernunnos. Lasst uns über Cernunnos oder Cernunnos reden. Den Naturgott aus der keltischen Mythologie. Dieser Kerl hat den Kopf eines verdammten Hirsches, einen durchtrainierten menschlichen Körper und eine Mischung aus roher Kraft und ultimativer Weisheit. Dazu noch tierische Ohren und ein dicker Pelzmantel. Bei ihm dreht sich alles um Natur, Tiere und Fruchtbarkeit. Stell dir vor, dieser Gott käme in unsere Welt. Er würde wahrscheinlich die Tierpopulation wieder richtig in Schwung bringen, vor allem die, die von unserem Blödsinn betroffen sind. Stellt euch vor, Cernunnos lässt eine Crew von 50 Polarbären direkt auf dem Grundstück von diesen Milliardären auftauchen, die sich mit fossilen Brennstoffen eine goldene Nase verdienen und sich einen Dreck um die globale Erwärmung scheren. Nachdem sie ein bisschen von diesen knallharten, 3 Meter großen Monstern getätschelt worden sind, werden sie sich wohl schnell eines Besseren besinnen. Und wenn nicht, dann werden sie direkt in die Finsternis geschickt. So oder so, die Menschheit profitiert davon. Als göttliches Wesen hat Cernunnos wahrscheinlich die Macht, sich mit Tieren zu unterhalten. Und ich sag euch, er könnte da echt einiges bewegen. Er würde Tauben anheuern, permanente Kackbomben auf extremistische Politiker zu werfen. Und wenn er sich selbst ans Werk macht, irgendwelchen idiotischen Keks für ihre Dummheit aufs Maul zu geben, geht's richtig zur Sache. Zumindest sieht er auf den Bildern von dem bisherigen Wesen noch am beeindruckendsten aus. So, was hat mein Team als nächstes auf der Liste stehen? Lamia, diese verführerische Dämonin aus der griechischen Mythologie. Sie hat eine Killer-Kombination aus Schönheit und Gefahr. Den Körper einer Frau gemischt mit einigen Schlangen. Diese kleine Ho verbreitet Angst und Neid, sobald sie auftaucht. Lamia ist berühmt für ihre Verführungskünste und ihren Appetit, Kinder zu verschlingen. Wenn sie echt wäre, würde sie ihren Charme einsetzen, um irgendwelche Sims zu hypnotisieren. Stell dir vor, sie lauert im Schatten wie eine Anaconda, die nur darauf wartet, zuzuschlagen. Lamia hat einen schlangenähnlichen Schwanz, mit dem sie ihre Opfer mit großer Agilität und Geschwindigkeit zerquetschen kann. Sie hat die Fähigkeit, sich überall hineinzuschleichen, wo sie will. Manchmal hat sie dann plötzlich auch Flügel, weil ja jedes fiktive Wesen irgendwie Flügel haben muss. Ihr wahrer Fluch ist aber ihr Talent, mit den Gedanken zu spielen und dich zu täuschen. Sie ist ein Profi darin, ihre wahren Absichten zu verbergen. In der einen Minute tut sie ganz freundlich wie ein Kapibara, das mit Krokodilen chillt. Sie missbraucht dein Vertrauen ein bisschen so wie Gold, Digga. Passt auf, denn bei Lamia gibt's einen Haufen Drama. Früher war sie eine Königin, die sich mit großem Respekt durchsetzte. Aber die Dinge nahmen eine wilde Wendung, als Zeus dieser Player sie verführte. Die eifersüchtige Hera hatte da gar keinen Bock drauf und beschloss, Lamia zu verfluchen und sie in eine abscheuliche Kreatur mit einem unstillbaren Durst nach Menschenblut zu verwandeln. Danke für nichts, Hera.
Sleipnir. Zieh dir diese legendäre Bestie aus der nordischen Mythologie an, Sleipnir. Dieses Pferd ist ziemlich wild ausgestattet. Mit 8 Beinen, denn 4 Beine sind nur etwas für Amateure. Dieses Monsterpferd, das von Loki selbst gezeugt wurde, ist ein massiver schwarzer Hengst mit Augen, die wie Feuer leuchten. Und jetzt kommt die Verwirrung ins Spiel. Manchmal heißt es, Sleipnir sei nur ein bisschen größer als ein durchschnittliches Pferd, aber manchmal behaupten sie, dieser böse Junge sei so groß wie ein verdammter Berg. What the f***, kommt schon. Es gibt einen dezenten Unterschied zwischen einem leicht übergroßen Pferd und einem ganzen Berg. Aber die Mythologie ist manchmal so, dass man sich nur am Kopf kratzen kann. Nun, lasst uns mal über seine Hufe reden. Sleipnir hat so brutale Hufe, dass sie locker mit einem einzigen Schlag Knochen zerschmettern könnten. Mit diesem Pferd ist nicht zu spaßen. Sleipnir wird oft mit Odin, dem nordischen Gott des Krieges und des Todes, in Verbindung gebracht. In Schlachten und auf der Jagd sieht man Odin auf diesem Tier auf 8 Beinen reiten, um seine göttliche Macht auf das Schlachtfeld zu bringen. Wenn Sleipnir dieses epische Tier unter uns Sterblichen leben würde, wäre er zu folgendem fähig. Vergleichen wir ihn erstmal mit normalen Pferden. Pferde erreichen bereits mit 4 Beinen Geschwindigkeiten von ca. 70 km pro Stunde. Also stellt euch mal Sleipnir mit seinen 8 Beinen vor. Das sind ja dann 140 km pro Stunde. Ist doch mathematisch vollkommen logisch. Es würde wahrscheinlich bei jedem zweiten Schritt stolpern. Sleipnir hat mit seinen 8 Beinen auch spinnenähnliche Züge. Auf dem Bild hier hat er sogar mehr Augen als normal. Genauso wie Spinnen. Und das Bild wird ja nicht lügen. Spinnen. Ihr wisst schon, sie können Wände hochklettern und tödliche Netze spinnen, als wäre das keine große Sache. Stell dir also folgendes vor. Sleipnir nutzt seine spinnenartigen Fähigkeiten, um vertikale Oberflächen zu erklimmen und seine Feinde von oben zu überraschen. Weil alles, was es braucht, um vertikal zu klettern, sind ja 8 Beine, nicht wahr? Aber jetzt stell dir ein Pferd vor, das vertikal irgendwelche Wände hochklettert. Das scheißt dann nicht mehr nur auf Koppeln, Feldwege und gelegentlich Straßen. Es lässt überall Kacke fallen, Digi. In eure Schornsteine, in eure Mikrowellen, sogar in diverse Filialen von H&M. Das wird ein Mistmassaker, kein Zweifel. Und vergessen wir nicht, dass normale Pferdezähne deine Finger wie Zweige zerbrechen können. Nun denk mal an die Zähne von einem göttlichen Wahnsinnigen wie Sleipnir. Lass deiner Fantasie bei dem Gedanken freien Lauf, mein Freund. Leute, die auf Partys Flaschen mit ihren Zähnen öffnen, sind bestimmt mit dem verwandt. Tiamat. Tauchen wir ein in die Welt der Wasserdämonen und treffen wir Tiamat, die Göttin des Wassers aus der mesopotamischen Mythologie. Diese gewaltige Kreatur ist ein wahrer Albtraum. Es wird angenommen, dass der Tiamat-Mythos aus 2 Teilen besteht. Im ersten ist sie eine Schöpfergöttin, im zweiten gilt Tiamat als die monströse Verkörperung des Urchaos. Ich nehme an, deshalb sieht man auf diesen Bildern hier auch einerseits eine Frau und andererseits ein kolossales Seeungeheuer, halb Drache, halb Seeschlange. Sie bringt scheinbar alle möglichen verrückten Monster und Dämonen hervor, die in den Tiefen des Ozeans lauern. Aber jetzt wird's richtig grob. Aus ihrem Körper sprießen einige Giftschlangen und selbst ohne die sieht dieses Bild schon ziemlich abgefuckt aus. Tiamats Klauen und Reißzähne sind scharf wie Rasierklingen und schneiden durch alles, als wäre es vakuumgegartes Hackfleisch. Wenn Tiamat echt wäre, wäre das eine totale Katastrophe. Sie würde vermutlich ein Seeungeheuer entfesseln, das aus ihrem puren Hass entsteht, so mächtig wie ein Orca, nur viel größer und wütender. Und selbst reguläre Orcas sind schon brutal, mit diesen hochintelligenten Seetorpedos ist nicht zu spaßen. Sie lieben es, Haien die Schädel einzuschlagen, als wäre es nichts. Dann seien wir ehrlich, diese Haie sind keine große Sache im Vergleich zu den Herrschern der Ozeane. Erst vor kurzem töteten 2 Orcas an einem einzigen Tag 17 Haie. Das ist pure Gewalt. Stellt euch jetzt vor, diese Schwertwale würden von 7 Metern auf Blauballlänge anwachsen. Nehmen wir einmal an, diese Orcas aus der Unterwelt beschließen, nicht mehr nett zu den Menschen zu sein und uns als das zu behandeln, was wir wirklich sind. Die Verursacher des riesigen Plastikkontinents, der im Nordpazifik herumschwimmt. Das Ergebnis? Sie würden reines Chaos entfesseln und jeden menschlichen Narren ausräuchern, der es wagt, ihr Reich in den Ozean zu betreten. Sie würden Schiffe links und rechts zerstören, sowohl Containerschiffe als auch Kreuzfahrtschiffe, indem sie strategisch auf deren Schwachstellen ziehen. Die Welt würde Kopf stehen. Das ist eine ganz neue Stufe des Chaos, meine Freunde. Diese Unterwasserkrieger würden sich nicht zurückhalten und die Konsequenzen wären wild. Dieses Video war komplett abgefuckt, aber es war nicht meine Idee. Bedankt euch bei meinem Team für dieses bekiffte Videothema. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen. Und wenn nicht, haut ruhig ein paar Beleidigungen in die Kommentare, ihr Schlinge. Aber egal was, ihr wisst, wie es läuft, klickt unbedingt auf das nächste Video.